Hallihallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es tut mir leid, falls es mal wieder ein bisschen Krach macht hinter mir. Ich bin gerade im Garten von meiner Oma und da gibt es halt manchmal so Geräusche von der Straße. Genau. Hier sitze ich gerade auf dem Rasen und habe diese Skihütte. Vielleicht wisst ihr es schon, ich habe die schon mal und das ist jetzt meine zweite, weil meine Oma nicht wusste, dass ich schon eine habe. Und deswegen habe ich jetzt halt so eine zweite, was ich aber auch cool finde, weil das ist ja wie so ein normales Gebäude, wenn man das, wenn man diesen Schnee hier abmacht, dann kann man ja abnehmen. Genau, und wundert euch nicht, falls manche Tüten schon aufgerissen sind. Also ich habe die nicht aufgemacht, sondern meine Oma hat die aus dem Spielwarengeschäft im Schaufenster. Da kann man die ja auch manchmal kaufen, wenn das Thema rum ist und sie was Neues ins Schaufenster stellen, dann kann man die ja für ein bisschen weniger Geld kaufen. Genau, aber sie ist unbespielt. Genau, fangen wir jetzt an. Das hier ist das Gebäude. Hier oben ist doch das Dach drauf. Wenn ich das abnehme, sieht es hier drin so aus. Hier unten ist so eine Tür. Hier oben eine Toilette. Hier hinten ist Stauraum. Und hier sieht es von vorne aus. Ja, genau. Gehen wir mit der ersten Tüte. Also ich glaube, hier ist sogar ein bisschen Erweiterung noch dabei. Halt das, was im Schaufenster stand. In dieser Tüte ist hier so ein so eine Pistenraupe dabei. Also ich habe auch alle Erweiterungen, zumindest viele Erweiterungen, deswegen habe ich das jetzt halt einfach doppelt. Was aber nicht schlimm ist. Hier ist dann noch dieser Bogen, wo die wo die Skifahrer durchfahren können. Genau, das war in dieser einen Tüte drin. Dann habe ich hier eine Tüte, wo gemischtes Zeug drin ist. So ein Rentier, das kann man vorne ans Essensschild dran machen. Dann hier ein Ski. Und hier ist der zweite Ski. Das haben wir dann. Dann ein Kelch. In so ein bisschen Gelb mit so ein paar Blumen drauf und Punkten. Dann hier so ein Pinguin-Luftballon, der im Schnee steckt. Das ist übrigens dort zweimal dabei. Dann hier so eine Essenskarte, was es zu essen gibt. Pommes 2 Euro. Bratwurst und Brötchen bzw. Hotdog 4,50 Euro. Croissant 1,20 Euro und ein Getränk 1,80 Euro. Genau, dann ist dieser Bär hier dabei. Der hat irgendwie so Schlittschuh. Sorry, wenn ich mal verspreche, diese Skier hat er an. Und sein Gesicht sieht so aus. So. Dann ist hier dieses Mädchen. So sieht es aus. Also die Anleitung zeige ich euch jetzt nicht. Das könnt ihr dann auf Playmobil Online Shop nachsehen, falls ihr wissen wollt. Falls ihr noch Näheres wissen wollt. Genau, hier ist dieses Mädchen, es hat so eine pinke Jacke an, so ein einfarbiges weißes Shirt drunter, eine grüne Hose, pinke Schuhe und auch rosane Skier und weiße Handschuhe. Dann war da noch hier so ein grüner Helm dabei mit einer Brille. Ein Jungen. Das sind ja diese neuen Frisuren von Playmobil, diese relativ neuen Frisuren, die für Mädchen und Junge gleich sind. Also das erkennt man jetzt, dass ein Junge ist, weil das grün trägt. Also klar, jedes Mädchen kann auch blau oder grün tragen, aber bei Playmobil erkennt man das halt daran. Dann ist das hier auch so ein typischer Junge, auch mit der neuen Frisur, bloß in braun. Genau. Ich kriege den Helm nicht mehr an. So. Der hat so eine Jacke an, so eine blaue und eine hellblaue Hose. Und so neon gelb-grüne Skier und dunkelgrüne Stöcke. Als nächstes haben wir hier noch so eine Frau dabei, die hat eine rote Mütze auf. Dann ist da noch so ein Mann dabei. Also die in die Skier passen, haben halt solche extra dicken Schuhe an. Also es geht auch mit den normalen und die rutschen halt dann wieder raus. Dann ist hier noch so ein Mädchen. Es hat eine blaue Mütze auf und so eine dunkelfarbige Frau mit einem langen Zopf. Genau, und Skistöcke. Das waren die Tüte mit den Männchen.
Also wie gesagt, die beiden waren schon aufgerissen, beziehungsweise lagen vorne drin. Und jetzt machen wir das nächste Set. Also diese und diese Tüte sind noch nicht aufgerissen worden. Also beim Schaufenster ist ja nicht immer alles im Detail von innen dann noch aufgebaut. Genau, um diese Tüte aufzukriegen, muss ich euch kurz mal hier absetzen. Wobei. Ja, genau. Ich mache sie jetzt auf und dann zeige ich es euch gleich. So. Genau, das wäre jetzt schon mal aufgerissen. Das ist, glaube ich, das Häuschen mit dem Schneeballschlag. Mit einer Hand ist es bisschen schwer rauszukriegen. Ich muss mich mal kurz ablenken. So sieht diese Hütte, also dieses kleine Schneehaus aus. Genau. Und dann war da in dieser Tüte noch eine kleine, in der großen Tüte war noch eine kleine Tüte, was noch ein Tüte ist. Ja. Hier mit nochmal so ein paar Einzelnen. Ja, dann war noch hier so eine Fahne. Die Fahne, die gehört da oben rein. So. Und die andere Tüte muss ich auch mal kurz noch öffnen. Dieses Mal stelle ich euch, glaube ich, hier ab. Stopp mal, hier stelle ich. Ich stelle euch mal hier so ab. Tut mir leid, wenn ihr nicht immer was sehen könnt. Ich habe vergessen, die Tüten vorher zu öffnen. Ich schütte die Tüte jetzt ganz schnell auf. So, und da bin ich wieder. Hier ist so eine Figur mit. Also wieder ein Junge mit normalen blonden Haaren und einer Mütze. Dann natürlich noch so ein Mädchen. So sieht es aus. Und dann noch mal hier so ein Kind. Ein Snowball? Keine Ahnung. Wie heißt das nochmal? Irgendwie kennt ihr das, wenn man irgendwann mal vergisst, wie das heißt? Ach, keine Ahnung, wie heißt das nochmal? Waveboard nicht. Ein Snowboard? Nee, das gibt's noch nicht mal. Ja, egal. Auf jeden Fall hier so ein Board. Dann noch ein Ski, den anderen hat der Junge schon an. Einen Schlitten mit so einer Leine von dran, sage ich jetzt mal. Dann noch hier so ein paar Schneebälle. 5 Stück. Und ja, hier noch so eine Brille. Die kann man unten am Helm befestigen. Genau, das war dann da dabei. Ich lege das jetzt mal kurz beiseite. Genau, jetzt mache ich mal dieses Set hier auf. So. So, ich reiße jetzt einfach mal vorne auf, damit ich es nachher auch wieder mit nach Hause nehmen kann. Genau, da ist, also teilweise ist es schon zusammengebaut, was mich ein bisschen wundert. Wenn es schön in den Tüten verpackt ist, normal schickt das Playmobil ja noch nicht so aufgebaut. Also es liegt wahrscheinlich daran, dass es im Schaufenster stand, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. So ein lustiger Schneemann war da dabei, mit so einem lustigen blauen Hut. Ein Tannenbaum, da kann man auch so Schnee draufstecken. Das mache ich jetzt nicht. Dann gibt es hier noch so eine kleine Bar mit so einem Zapfgerät und hier unten noch ein bisschen Stauraum für Tassen oder so. Genau, das Video könnte ein bisschen länger werden dieses Mal. Dann ist da noch so eine Schneeschaufel dabei, damit man den Schnee auch schütten kann. Und jetzt wollte ich auch noch dazu was sagen, nämlich wenn ihr eine super gute Skihütte haben wollt, dann könntet ihr auch mal zum Baumarkt gehen. Ja, also ich war auch beim Baumarkt, beim Obi, und da habe ich dann so Styropor-Schnee gekauft. Also es gibt ja so eine normale Styroporplatte, die ist dann so groß, könnt ihr euch aussuchen, wie groß sie sein soll, und die ist dann einfach glatt. Und dann habe ich mir so kleinere, nicht rechteckige, sondern viereckige Styroporplatten rausgesucht. Da sind so Unebenheiten drauf, das habt ihr ja wahrscheinlich auch mal gesehen. Und genau.
Die könntet ihr dann einfach unten drunter legen. Dann ist hier noch so ein Set dabei. Ich muss jetzt dieses kleine jetzt nicht aufrufen, mehr was drin ist. So ein Ständer für die Schuhe und Stöcke. Dann hier nochmal so ein rotes Paar Skier und so eine kleine Schneeschaufel. Genau, das ist es da. Dann ist hier noch so ein kleines Pack. Das mache ich aber, glaube ich, auf. Ich glaube, ich stelle euch mal. Wobei, wo hält das denn? Ich stelle euch mal kurz hier ab. Dann habe ich hier drin. Also ich bin auch noch am Üben, wie ich am besten filmen kann. Dann ist hier doch so eine Box. So eine grüne. Dann sind hier so ein bisschen altmodische Krüge zum Trinken. Dann hier so Germknödel, zwei Stück. Die kann man hier so in den Teller rauf machen. Und was ist, fokussiert gerade nicht so. Dann sieht es halt aus, als wäre hier außen die Soße und hier der Germknödel in der Mitte. Genau, das war auch dabei. Dann war eine Portion Pommes dabei. Ein paar Bücher, hier in Blau. Eine Kehrschaufel und ja, so eine stehende Riesenkehrschaufel. Dann so eine Katze, die liegt. So ein, ich weiß nicht, so ein Gerät, damit man, ich nenne es einfach mal so Pumpe, damit man das Feuer öffnen kann, also das Feuer ein bisschen größer machen kann. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall so ein Teil noch. Dann so zwei, ich denke mal, Wasserflaschen. Und hier noch so ein paar Croissants. Stand ja auch vorher auf dem Schild, dass es die gibt. Und jetzt das letzte Paket. Das ist dieses größere hier. Da ist eigentlich viel für den Raum. Öffnen. So. Hier waren einmal so ältere, so zwei Schlafsäcke dabei. Also mit ältere Schlafsäcke meine ich, die gab es schon früher. So schwarze und hier mit einer roten Naht. So zwei Stück davon. Dann hier, den finde ich so schön. Ich finde es cool, dass ich den jetzt zweimal habe. Hier so einen Kamin mit so einer Sitzbank. Und hier unten kann man noch Holz drunter machen. Das finde ich echt cool. Das noch und dann ist hier noch ein Matten verpackt. Hier sind ein paar Matten drin und ja, ich probiere es. So. Genau. Hier ist einmal so ein blauer Liegestuhl drin. So ein Tisch. Dazu noch so eine kleine Bank, so eine längliche Bank oder noch eine. Ein Hocker, der halb so groß ist ungefähr. Dann ist hier noch so ein Holz gestapelt da. Dann nochmal hier so Holz extra. Dann ist hier noch so ein kleiner Stuhl und zwei Matratzen. Da kommen wahrscheinlich die Schlafsäcke drauf. Und im vorherigen Paket, habe ich vergessen, ist noch so eine Leiter drin. Genau, also irgendwie wundert es mich gerade, dass es hiervon nur eins gibt, weil bei meinem vollständigen Set, sag ich jetzt mal, das, was noch nie im Schaufenster stand oder so, da gab es zwei von denen, aber es macht jetzt nichts. Also falls das fehlt, sollte es, ist es für mich nicht so schlimm. Ihr könnt ja mal gucken, ob alles dabei war. Und ja, im Karton ist, sind nur noch hier Anleitungen von den Sachen, die dabei waren. Einmal hier Skihütte. Und diese Pistenraupe, ja. Und hier die Skischule. Genau. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.